Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es hat jetzt ein bisschen gedauert und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch ein bisschen vergessen zu filmen. Aber jetzt kann ich euch ein paar Erfolge zeigen und ich denke, das ist richtig cool. Ich stehe hier quasi neben dem Kinderzimmer und ja, ich drehe gleich mal die Kamera und dann werdet ihr einiges Spannendes Neues sehen. So. Ich gehe mal einen Schritt zurück, damit man das besser sehen kann. Wir haben eine Tür eingebaut. Tatsächlich. Also, hier war ja beim letzten Mal nur der Durchbruch. Und jetzt haben wir da die Tür drin. Ich muss dazu zwei Sachen sagen. Also erstmal hier und da oben und hier mussten wir neue Tapete ranmachen, weil die alte halt beschädigt war. Die ist jetzt noch in diesem Farbton, weil das einfach nur Raufaser ist. Und ich das noch überstreichen muss. Hier muss auch noch die Elektroinstallation ein bisschen versteckt werden. Da hat der Mann nur seinen Kram drüber gemacht. Das muss noch abgedeckt werden. Hier habe ich auch vielleicht nicht ganz so sauber tapeziert. Wow. Der Türrahmen bzw. die Zarge und die Tür haben eine unterschiedliche Farbe. Und ich finde, in der Kamera sieht es sehr extrem aus. Aber es ist in echt, kommt es nicht so extrem rüber. Nur jetzt hier in dem Licht. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, finde ich. Wir haben hier unten noch eine Problematik. Knack. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier geht es nicht bis zum Boden. Hier kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen. Hier müssen wir uns noch irgendwie was einfallen lassen, weil da halt so ein Übergang ist von dem Raum in diesen Raum. Ja, da gucken wir mal. Hier haben wir jetzt erstmal nur so einen Teppich drüber gelegt. Also bis da geht quasi unser normaler Teppich. Mal gucken, wie wir das machen. Aber das ist auf jeden Fall der Raum und da gehen wir jetzt rein. Hier fehlen noch diese Rosetten. Wir haben nur die Türklinke erstmal provisorisch dran gemacht. Hier halt ist ein bisschen. Tada! So sieht es aus. Ich habe mal wieder die Ansicht gewechselt. Ich hoffe, dass ich nicht ganz so doll wackele. Ich halte hier mein Stativ fest. Ich habe diese Halterung fürs, diese kleine Handhalterung für die Kamera gerade nicht gefunden. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Genau, also ich stehe hier im tapezierten, gestrichenen Raum. Ich bin ein bisschen happy und stolz auf uns. Die Decke habe ich neu geweißt einfach. Da hat auch eine Schicht gereicht, das ist ganz cool. Und jetzt gestern haben wir die Tapeten angebracht. Und Leute, der ganze Raum war voller Blasen. Die Tapeten waren halt auf Stoß, ne? Und da waren so Zwischenräume und das war alles ganz, ganz fürchterlich. Und ich war schon kurz vom Weinen, ehrlich gesagt, als wir fertig waren. Und als ich dann heute Morgen hier reingekommen bin, habe ich gedacht, geil, es hat doch funktioniert. Also es gibt so ein paar kleine Schönheitsfehlerchen. Ich zeige euch die mal. Zum Beispiel hier ist das so ein bisschen, ja, nicht ganz so glücklich. Und teilweise unten, dass das da nicht so geil ist. Aber da kommt sowieso Laminat drauf und dann eine Fußleiste. Von daher, wenn das so ganz unten ist, stört mich das nicht. Hier sind so Kleinigkeiten. Da ist so, ja. Und an der Wand, ich weiß nicht, ob man das in dem Licht sehen kann. Hier, genau, da kann man das, glaube ich, ein bisschen sehen. Und hier, also ganz minimal ist es da noch ein bisschen wellig. Aber das ist nicht so schlimm. Und ich habe jetzt hier auch was vorbereitet. Ihr wisst bestimmt, was das bedeutet. Ich werde dazu gar nicht so viel sagen. Vielleicht werde ich in einem späteren Video ein bisschen mehr dazu sagen. Oder jetzt später in diesem Video, das weiß ich noch nicht genau. Wenn ich da hinten gestrichen habe. Das ist auf jeden Fall die Farbe. Ich habe hier alles vorbereitet, denn ich möchte später noch streichen. Wenn ich jetzt hier am Fenster stehe, ist da hinten quasi von da bis da, ist die Wand, an der ich gerne streichen möchte. Da wird eine Schattenfuge an der Seite gelassen und ja, mal gucken. Ich möchte in diese Ecke, hier ist ja das Fenster, daneben möchte ich gerne das Bett stellen. Und vielleicht streiche ich da auch noch, aber so ein bisschen welliger. Ich weiß noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Farbe reicht. Ich habe relativ wenig Farbe geholt. Von daher würde ich sagen, ich fange erstmal mit der einen Wand an und guck mal. Und ja, der werde ich euch dann nachher nochmal mitnehmen. So, es sind ein paar Tage vergangen. Vielleicht auch ein paar Wochen.
Upsi, dieses Video ist so ein bisschen wochenübergreifend, sage ich mal. Habe ich über einen längeren Zeitraum jetzt gedreht. Aber jetzt sind hier wirklich schon viele Dinge in diesem Zimmer passiert. Und ich habe gedacht, ich zeige euch einfach eher so ein Zwischenergebnis als diese ganzen kleinen Mini-Steps. Das fand ich irgendwie ein bisschen langweilig. Und ehrlich gesagt hatte ich auch keine Lust, zwischendurch meine Kamera mitzunehmen. Aber jetzt befinden wir uns in diesem Raum, in dem hier auch schon Sachen hängen an der Tür. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier durch. Also, das ist die Wand, vor der ich gerade gestanden habe. Das da oben ignorieren wir bitte, dieses da. Wie schlecht ich da gestrichen habe. Wir gucken ab da. Also, das ist auf jeden Fall die neue Tür und ich finde sie wunderschön. Ich liebe sie. Total schlicht, aber schön. Und hier hängen schon ein paar Jäckchen. Total niedlich, an so einer kleinen Garderobe. Genau, das, ich gehe mal einen Schritt zurück, ist momentan die Aussicht zu dieser Seite des Zimmers. Ich muss hier die Fensterbank noch sauber machen und das Fenster putzen. Dieser Korb ist auch noch überflüssig. Da sind halt so kleine Schrauben drin, die Kommodenanleitung und Kram halt. Das muss noch weg. Die Orchideen und beziehungsweise Pflanzen müssen mal abgestaubt werden und ich glaube, die ist tot. Genau. Dann haben wir hier das Bett. Ein sehr, sehr schlichtes Bett. Das habe ich bei Lidl bestellt. Falls es das noch gibt, dann packe ich euch das mal unten in die Infobox. Genau, und bei diesem Bett war auch dieser Schlafsack mit dabei und dieses Nestchen, was ihr hier an der Seite einmal seht. Genau, das Kissen habe ich geschenkt bekommen von meiner Tante. Und diese drei Dinger, die habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Die hatte ich von der Nachbarin meiner Mama bekommen. Und hier ist auch noch ein Schlafanzug. Ich habe, glaube ich, also so einen Schlafsack. Ich habe, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 davon. Dann gehen wir mal hier rüber. Also die Wand ist noch komplett leer. Hier ist noch komplett gar nichts los. Da muss noch ein bisschen dekoriert werden. Im Gegensatz zu dieser Wand. Und Leute, ja, ich weiß, es ist da unten ein bisschen schief und es ist da oben ein bisschen schief. Und es ist ein bisschen fleckig. Aber es ist mir völlig egal. Es ist mit Liebe gemacht und da kommt noch was Dekoratives ran und dann wird das schön sein. Finde ich farblich passend auch ganz gut zum Fußboden. Ich mag den Fußboden auch sehr gern übrigens. Dann haben wir hier eine Wiege, wie so ein Stubenwagen quasi. Ganz niedlich mit den Herzen da oben. Und die Bettwäsche finde ich auch total süß. Da hat der dann große Bruder schon ein paar Kuscheltiere aussortiert und reingepackt. Und die hat mein Papa mir besorgt. Und da sind auch, das ist glaube ich von eBay Kleinanzeigen, da sind auch noch so andere Sets mit Bettwäsche drin. Also habe ich von allem genug. Genau, dann gehen wir hier rüber. Hier steht bisher nur die Badewanne. Ich weiß auch noch nicht, ob sie hier stehen bleiben wird in dem Raum, weil ich finde das so eigentlich ganz niedlich. Das ist so ein Gestell, wo man einfach die Badewanne so draufpackt, kann Wasser reinmachen und hat hier halt auch so einen Abfluss, dass man das entweder stellt man einen Eimer drunter oder man nimmt die Wanne halt mit ins Badezimmer. Und dann hat man hier noch so ein Teil, das kann man hier mit so einem Nupsi festmachen. Und dann kann man das Baby da so ein bisschen drin parken. Und hier habe ich schon ein Handtuch. Das hatte ich neulich geschenkt bekommen, das habe ich hier auch schon mal hindrapiert. Genau, und dann gehen wir mal zur Wickelkommode über. So, das ist die Wickelkommode. Relativ schlicht, das ist einfach eine Malmkommode. Ich musste meiner Schande gestehen, ich habe sie da kaputt gemacht. Cool. Malmkommode, und da habe ich so einen Aufsatz, den kann ich euch auch mal verlinken. Das ist einfach so ein Teil, was man hier rauf macht. Kann man auch noch festschrauben, habe ich jetzt aber noch nicht. Von Polini oder so, glaube ich, gibt es auch von Puck Daddy. Und genau, den packe ich euch auch mal unten in die Box. Von mir aus auch gerne das Teil. Ich weiß nicht, ob ich von der Badewanne was finde. Die habe ich zu Weihnachten bekommen. Das war so ein Set. Genau, das hier ist von Ikea. Das ist so ein Set, bestehend aus einem Mülleimer. Und diesen drei Aufbewahrungsdingern hier, fand ich auch schon super praktisch. Ich habe da jetzt erstmal Mützen reingepackt. Und hier ganz viele Socken, aber da kann man dann natürlich auch Waschlappen und ein bisschen Wasser und so reinpacken. Ich weiß auch noch nicht, ob das so bleibt, aber ich habe das erstmal so gemacht. Ich habe auch noch keine Auflage, wie ihr seht.
Also hier fehlt tatsächlich noch was, aber ich wollte das schon mal so hinstellen. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum Inhalt der Kommode. Aber vorher möchte ich natürlich noch kurz was sagen. Denn ihr habt das ja bestimmt schon gemerkt. Also erstmal an den Teilen, die ich in letzter Zeit also bei euch mal in die Kamera gehalten habe. Dann vielleicht an dieser Farbe hier und an so manch einer Farbe in diesem Raum. Ja, es wird ein Junge. Ich dachte, jetzt kann ich das endlich mal sagen. Ich bekomme einen kleinen Jungen und weiß das auch schon relativ lange und freue mich auch sehr darauf. Und dementsprechend werden natürlich auch die Klamotten gleich in der Kommode sein. Also das ist, glaube ich, keine große Überraschung dann mehr. Wobei ich sagen muss, dass das meiste relativ schlicht ist, aber halt einiges halt auch ins Blaue. Und ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Es ist ein kleiner Junge. Und dann würde ich sagen, ich platziere mir hier gleich mal die Kamera und dann zeige ich euch mal, was ich schon alles an Klamotten in der Kommode drin habe. So, jetzt können wir mal gemeinsam schauen. Ich habe tatsächlich in der oberen Schublade noch nicht so wirklich was drin. Das ist ein bisschen, ich sag mal hier, ihr seht es ja, hier ist ja die Kante erst, oder das Ende quasi von der Wickelauflage. Und wenn man das aufmacht, ist halt bis zu diesem Punkt, kommt man da gar nicht wirklich ran. Man kann das also aufmachen und hat nur so ein Stück, dass man da reingreifen kann. Und von daher werde ich da wahrscheinlich nur Windeln und sowas reinpacken, die man einfach so grabben kann und dann passt es. Aber eine Sache habe ich tatsächlich schon da drin. Und das ist einmal dieses hier. Das hatte ich im Internet bestellt, ich glaube Amazon. Wenn ich das noch finde, packe ich euch das auch unten in die Infobox. Genau, und da habe ich Spucktücher bisher nur drin. Das sind so ganz kleine, die hatte ich euch auch mal gezeigt. Vom Action hatte ich die mal gekauft. So, ganz winzig, klein. Ich habe noch keine schönen, Mulltücher, heißen die Mulltücher? Nee, tatsächlich noch nicht. Das eine hier ist ein bisschen größer. Das habe ich von meiner Hebamme schon bekommen. Aber sonst noch nicht. Und deswegen, ja, passt das hier noch ganz gut rein in diesen Organizer. Ich habe da insgesamt, glaube ich, 3 Stück von gehabt oder so. Ich bin noch nicht so 100% zufrieden. Ich weiß noch nicht, wofür ich die in Zukunft benutze. Mal gucken, ich wollte die eigentlich für Bodies benutzen. Aber dafür ist dieses hier zu klein. Und ja, mal gucken. Die sind auf jeden Fall schon hier oben drin. Und in der mittleren Schublade wird es ein bisschen spannender. Ich zeige euch das mal, falls man das erkennen kann. Da habe ich das hier alles so in so kleine Häufchen aufgeteilt. Ich stelle euch mal hier wieder hin. So. Dann könnt ihr mich sehen, ein bisschen langweilig. Oder ich stelle euch, stell euch so an. Dann könnt ihr zumindest ein bisschen was von der Schublade sehen. Also, ja, ich habe das aufgeteilt in einen Haufen, wo halt so kleine Höschen drin sind. Dann habe ich einen Haufen mit T-Shirts. Einen Haufen, wo nur der ist. Also der, ich kann das nicht so richtig zuordnen. Ich habe keinen anderen, der so eine Form hat. Ist so ein bisschen wie so eine kleine Mini-Hose unten. Nicht wirklich wie ein Body, aber irgendwie halt schon. Und ja, der hat einen Sonderplatz. Dann habe ich einige von diesen, ja, ich nenne es mal Strampler, aber, ja, sagen wir Strampler. Aber ich glaube, die haben alle offene Füße, also sind untenrum offen. Genau, dann habe ich noch einen Bereich, wo wirklich nur Strampler drin sind. Einen, wo Wickelstrampler sozusagen drin sind. Dann habe ich zwei Haufen, glaube ich. Das ist ein Haufen mit Sets, weil tatsächlich das einmal im Set ich habe und einmal dieses für coole Jungs im Set, dass ich auch schon weiß, okay, das kann man zusammen anziehen irgendwie. Deswegen habe ich mir das so zurechtgelegt. Genau, dann habe ich einen großen Stapel, wo ganz viele Winnie-Pooh-Bodies sind. Das sind auch einfach Kurzarm-Bodies. Einen ganz großen Haufen nur mit weißen Bodies. Und dann habe ich 2 Haufen mit Wickelbodies tatsächlich. Und das alles ist wirklich nur Größe, ich sag mal, ich habe ein, zwei Teile in Größe 50 und sonst nur 56, 62, glaube ich. Also das ist relativ viel in einer relativ kleinen Größe.
Ich habe aber auch in der unteren Schublade, das kann ich euch mal zeigen, schon mal ein bisschen was reingepackt. So, da, genau. Und zwar habe ich hier einige von diesen Latzhosen. Und zwar diese Jeans-Latzhosen. Wobei mein Liebling, diese hier ist, die habe ich von meinem Bruder zu Weihnachten bekommen. Und die ist so süß. Ich bin so verliebt in diese Latzhose. Die ist einfach so knuffig. Und die ist auch extra eine Größe größer. Also die ist in mehreren Größen größer. Die ist in 74, sodass ich auch wirklich lange was davon habe. Und ich habe die anderen beiden auch in anderen Größen. Also das ist ganz cool. Dann habe ich noch zwei so kuscheligere Latzhosen in verschiedenen Größen. Alles irgendwie mit Bärchen. Dann habe ich hier auch noch mal einen Stapel mit normalen Hosen, die aber auch alle kuschelig sind. Ein Stapel mit Bodies, größeren. Aber das sind, glaube ich, Langarm-Bodies, genau. Ich habe drei Langarm-Bodies schon in größer und so ein paar Kurzarm-Bodies, auch verschiedene Größen. Und dann habe ich hier hinten noch zwei T-Shirts. Was haben die denn eigentlich für eine Größe? 68 und auch 68. Also, dauert gar nicht mehr so lange, aber ich habe gedacht, ich packe das, was noch wirklich zu groß sein wird, packe ich erstmal hier unten rein. Und dann habe ich halt noch einen ganzen Stapel mit so Sweatshirts, Pullover, wie auch immer. Genau. Und ich glaube, ich habe hier auch, ja, ich habe hier noch so ein Teil drin. Das ist aber fast komplett leer. Da habe ich Schüchen ja bekommen, die habe ich euch, glaube ich, auch mal gezeigt. Einmal diese kleinen mit grau und weißen Sternchen und einmal diese süßen Krokodilsschuhe. Aber das ist ja alles noch viel zu klein und deswegen habe ich das erstmal noch hier drin und ganz hinten in der hintersten Ecke verstaut. Genau, wie gesagt, ich habe die Socken alle noch da oben in diesem Behälter und auch die kleinen Mützchen. Die Jacken hängen in der Garderobe und ich glaube, sonst habe ich hier soweit alles untergebracht. Muss die Schlafsäcke noch waschen. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, insgesamt 5 Schlafsäcke oder so. Oder noch mehr. Ja. Ich möchte, dass die alle gewaschen sind. Dann kommen die alle in den Schrank. Und dann lieber ein bisschen zu viel haben und man ist entspannt und kann anziehen und dann einfach waschen, wenn es einem passt. Ich glaube nämlich, dass das, wenn das Kind da ist, nicht meine größte Prio sein wird, jeden Tag 2 Maschinen Wäsche zu waschen. Sondern, dass man froh ist, wenn man sich das auch ein bisschen einteilen kann zeitlich. Ja, und es hatten sich einige so ein bisschen ein Update gewünscht zum Thema Schwangerschaft. Das habe ich hiermit hoffentlich auch so ein bisschen getan, erstmal im Hinblick auf das Geschlecht. Und ja, zu meinem Zustand, also ich bin jetzt in der 30. Woche. Ja, und mir geht's gut. Ich habe jetzt ein bisschen Rückenschmerzen die Tage, aber das ist alles noch auszuhalten, vor allem, weil ich immer Rückenschmerzen habe. Ich kenne mein Leben gar nicht ohne Rückenschmerzen, also kann ich gut mit leben. Und ich habe Sodbrennen nach wie vor, aber ich benutze ja Gaviscon, kann ich euch sonst auch nochmal hier unten den Link reinpacken. Da habe ich mir jetzt gerade erst wieder eine große Packung bestellt und das wird ja dann hoffentlich bis zur Geburt reichen. Also die letzte Packung hielt irgendwie von Oktober bis jetzt, also ich denke, das wird wohl passen. Genau, ich arbeite jetzt noch 4 Wochen. Also 20 Werktage, wovon ich, glaube ich, noch 2 Tage Urlaub habe und 10 Tage Einarbeitung der neuen Kollegin. Das wird richtig heavy und richtig viel, glaube ich. Aber dann ist es geschafft. Mein letzter Arbeitstag ist der 12. Februar und dann gehe ich in Mutterschutz. Und ich bin ganz happy, dass das Kinderzimmer schon so weit ist. Jetzt wird nur noch so Kleinigkeiten wie irgendwo noch vielleicht eine Girlande aufhängen, ein bisschen Deko, einen Bilderrahmen, einen Teppich und so weiter. Ja, ich habe auch schon einen Kinderwagen bestellt. Das ist so ein 3-in-1-Set Kinderwagen mit Wanne auch und mit Kindersitz. Das kommt, glaube ich, nächste Woche an. Ich bin sehr gespannt, ob das gut ist oder nicht. Ich werde das ein bisschen mal mir angucken, aufbauen, ausprobieren und dann entscheiden, ob ich es behalte oder nicht. Und dann habe ich quasi auch den Maxi-Cosi und wenn man den hat, dann ist ja erstmal alles gut. Also wenn das Kind ein Bett hat und eine Möglichkeit vom Krankenhaus hierher zu kommen,
dann mache ich mir nicht mehr so viele Gedanken, ehrlich gesagt. Dann will ich nur noch, dass es hier zu Hause ein bisschen schöner wird. Und von den ganzen Baustellen, die wir hier hatten, möchte ich die ganzen Reste quasi entfernen, dass es hier wieder ein bisschen wohnlicher wird. Und ansonsten bin ich total entspannt. Ich glaube auch, dass ich bis zur Geburt relativ entspannt sein werde. Vielleicht werde ich für euch noch einmal ein Update drehen. Ihr habt ja gemerkt, ich habe zwischendurch nichts gedreht, weil was soll ich euch erzählen? Der Bauch wird größer, ja. Ich habe Schwangerschaftsstreifen, ja. Meine einzige Nebenwirkung oder mein einziges Manko ist irgendwie das Sodbrennen. Ansonsten geht es mir super. Und ich weiß nicht, ob ich euch das zwingend alle paar Wochen erzählen muss. Also, ne? Ja, meinen Bauch kann ich euch nochmal eben zeigen. Ich versuche es mal. Ich versuche mich dafür mal hinzustellen. Wartet, ich mache das ein bisschen höher hier, das Ganze. Geht das? So. Ich gehe mal in die Knie. Also das ist mein Bauch. Der ist jetzt nicht super riesig. Wartet. So. Sieht ein bisschen aus wie ein Hängebauchschwein, finde ich. So. Das ist die schöne Seite. Und das ist die weniger schöne Seite. Also hier sieht man schon, dass ich hier einige Streifen habe. Aber ja, das geht. Die Beine sind dick, wie immer. Aber das ist ja nichts Neues. Wer mich kennt, der weiß, dass ich schon immer dicke Beine habe. Also der Kopf wird auch immer dicker. Aber es geht mir gut, dem Baby geht's gut. Und von daher ist alles andere völlig egal. Und abnehmen oder irgendwas für meine Figur tun kann ich auch noch nach der Geburt und nach der Stillzeit und nach was auch immer. Hatte ich ja neulich in meinem Video schon mal gesagt zum Thema gute Vorsätze. Also von daher, ja, ist alles ganz gut. Jetzt habe ich gerade wieder Sodbrennen und dieses Aufgestehen ist für mich anstrengend. Ich fühle mich manchmal wie eine alte, dicke Frau. Aber ich glaube, das ist ganz normal. So, jetzt habe ich euch ein bisschen abgedatet. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt oder irgendwie was auch immer, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Alle Links, die ich euch hier reinpacke oder alles irgendwie, das ist alles entweder selbst gekauft oder das habe ich geschenkt bekommen von Familie und Freunden, wie auch immer. Also keine Kooperation oder dass ich für irgendwas Werbung machen will, was ich umsonst bekommen habe oder so. Einfach nur Empfehlung zu diesem Zeitpunkt. Ob das Bett wirklich super gut ist, werde ich sehen, wenn das Kind drin schläft. Aber erstmal fand ich es ganz gut. Genauso auch Kommode und Auflage. Ich habe hier jetzt noch keinen drauf gewickelt. Ich weiß nicht, ob sie super gut ist, aber ich fand den Preis gut. Ich finde es gut, dass sie auf die IKEA-Möbel drauf passt und dass man halt das auch wieder abbauen kann. Und dann kann man die Kommode halt einfach so benutzen. Das war mir sehr wichtig, dass ich nicht eine Wickelkommode habe, die ich danach irgendwie weggeben muss, weil man halt zu doll sieht, dass es eine Wickelkommode ist, ne? Genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir beenden diesen Vlog hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.